Stefan Ebner von der CSU, Johann Müller von der AfD, Rita Röhrl von der SPD oder Jens Schlüter von den Grünen. Das sind die vier Kandidaten, die bei der Landratswahl im Landkreis Regen gegeneinander antreten. Sie alle wollen in Zukunft ihre Heimat vertreten. Doch wer von ihnen ist am besten dafür geeignet? Bei der Podiumsdiskussion des Straubinger Tagblatts und Donau TV in der Stadthalle in Fichtach konnten sich die Kandidaten live vor rund 250 Zuschauern beweisen. Meine Motivation ist, dass dieser Landkreis in den nächsten 6 Jahren enorme Investitionen vor sich hat und dringend jemanden braucht an der Spitze, der weiß, wie Verwaltung funktioniert, der weiß, wie große Maßnahmen abgewickelt werden. Ich bin der Meinung, dass ich das nötige Rüstzeug mitbringe. Ich bin mehr für die finanziell sichere Seite, nicht wie meine anderen Kandidatskollegen mit Investitionen in Millionenhöhe. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte den Landkreis, die Finanzen sanieren. Ich möchte den Bestand sichern. Ich glaube, der Landrat der Zukunft muss die Herausforderungen für unsere Heimat in der nächsten Zeit kennen. Er muss sie verstehen und er muss bereit sein anzupacken. Es wird nicht reichen, einfach in den nächsten Jahren nur zu verwalten. Ich will gestalten, das ist meine Motivation. Ich möchte meine Heimat vorbringen, ich möchte Schwung in diesen Landkreis bringen. Diese Fernregion hat Nahbayerischer Wald, der im Zwiesler Winkel und in anderen Gemeinden gegründet worden ist. Das ist mir ein wichtiger Baustein, der würde ich weiterhin stark fördern, gemeinsam mit der Abland Regio, dass man da in das touristische Fahrwasser, Natur und den sogenannten sanften Tourismus kommen. Die Moderatoren hatten Fragen zu verschiedenen Themenbereichen vorbereitet, die für den Landkreis von großer Bedeutung sind. Infrastruktur, Wirtschaft, Soziales, Gesundheit und Bildung. Dabei herrschte nicht immer Einigkeit. Vor allem der Ausbau der Straßen im Bayerischen Wald sorgte für rege Diskussionen. Beim Ausbau von der B85 sind 9 Millionen ungefähr zur Verfügung gestellt. Für den Ausbau der B11 von der Autobahn zu uns in den Wald sind ungefähr 31 Millionen zur Verfügung gestellt. Der Ausbau der B20 von der A92 zur A3, hören Sie zu, da sind bereitgestellt 400 Millionen. Das ist 10-mal so viel wie unsere Straßen im Bayerischen Wald. Und das kann nicht sein. Rita Röhrl hingegen betonte, dass das Problem keinesfalls das Geld sei. Wenn kein Baurecht da ist, dann hilft das ganze Geld im Haushalt nichts. Das heißt, Maßnahmen, wo kein Baurecht entsteht oder in absehbarer Zeit nicht entsteht, weil es beklagt worden ist, dann fliegt es schlicht und ergreifend wieder raus. Bei uns wird sofort geklagt, egal ob von Anliegern oder von Verbänden, und das bremst uns alle. Wir brauchen diese Straßen. Damit zielte die Politikerin unter anderem auf die Proteste der Bettmann-Säger gegen die geplante Ortsumfahrung von Schweinhütt, an denen auch ihr Konkurrent Jens Schlüter als Vertreter des Bund Naturschutzes beteiligt ist. Obwohl ich Grüner bin, habe ich auch Auto. Ich fahre Auto, ich pendle auch nach München zum Teil, meistens mit dem Zug und mit dem Auto auch. Und ich kenne schon auch das Problem mit den Straßen. Aber die meiste Zeit komme ich aus dem Landkreis eher sehr zügig raus. Also jeder Tag, also Nachtzeit, wenn ich vor bin, eigentlich rucki zucki raus. Die Probleme fangen bei mir später an auf der Autobahn, irgendwo im Stocken geraten. Also kann ich jetzt das nicht immer so nachvollziehen, dass bei uns das so ein dringendes Problem ist. Beim Thema Fachkräftemangel hingegen herrschte zumindest in den grundsätzlichen Punkten Einigkeit. Wir haben natürlich einen demografischen Wandel, das ist richtig. Das heißt, wir müssen die jungen Leute, die heute aus der Schule kommen, schon mit dem Gedanken auf den Ausbildungsweg schicken, welche Firmen bei uns im Landkreis sind. Ich habe manchmal den Eindruck, wir wissen ja selber nicht, welche hochwertige Weltfirmen wir in unserem Landkreis ansässig haben. Von Rückholaktionen, bei denen junge Menschen nach dem Studium oder der Ausbildung außerhalb des Landkreises wieder nach Hause gelockt werden sollen, hält Rita Röhrl nichts. Anders Stefan Ebner. Ich glaube, dass dieses Rückholen ein Mosaikstein ist in dem ganzen Gefüge. Wir haben vor vielen Jahren im Kreistag Initiativen unternommen, um zu denen Kontakt aufzunehmen, die aus der Region kommen, aber woanders leben, um die erst einmal darauf hinzuweisen, du, in deiner Heimat gäbe es auch Möglichkeiten. Ja, dass da nicht die großen Massen kommen, ich glaube, darüber sind wir uns klar, aber es sind einige. Wie potenzielle Heimkehrer erreicht werden können, dafür hat Jens Schlüter bereits eine mögliche Lösung.
die Internetseite World Wide Void. Wenn ich schaue, welche Weitler in der Welt ihre Erfolgsgeschichte geschrieben haben, ist das durchaus beachtlich. Und die zu vernetzen und das Wissen, was die haben, wieder zurückzubringen in uns, also mit einfachen Möglichkeiten. Aber auch zu zeigen, dass halt dann für die Leute, die raus sind, dass die ganz unkompliziert mit uns Kontakt halten können oder hingewiesen werden, da gibt es einen günstigen Baugrund oder da, der vielleicht sucht Schatz, Wisselgott, einen Ingenieur etc. Haben wir eben diese Seite gegründet und werden da jetzt einfach ein hoffentlich riesiges Netzwerk aufbauen. Gerade in Fichtach und natürlich auch bei der Podiumsdiskussion ein Thema, die Frage nach dem THD-Campus. Immerhin hatte sich zuvor im Stadtrat nur eine knappe Mehrheit dafür ausgesprochen. Wir brauchen diesen Campus im Landkreis. Als Fichtacher sage ich natürlich, darf mich freuen, wenn es in meiner Heimatstadt ist, weil auch die Infrastruktur, die von den Betrieben her, das wohl am besten passt. Wenn er woanders hingeht, soll mir das auch recht sein, aber er muss im Landkreis sein. Nur, das Problem ist, wenn der nicht in Fichtach sein wird, ist überhaupt nicht klar, dass der im Landkreis bleibt. Die Kamera strecken bereits ihre Fühler aus, wir wissen das. Und ich kann an die politisch Verantwortlichen nur nochmal bitten, nochmal in sich zu gehen, diese, ich sage nicht Jahrzehntchance, Vierteljahrhundertchance, sage ich, nicht zu verpassen. AfD-Kandidat Johann Müller steht dem Thema eher kritisch gegenüber. Er befürchtet, dass mit dem Campus große Kosten auf die Stadt Fichtach zukommen. Es ist eine Sache, meiner Meinung nach, für einen Bürgerentscheid. Der darf auch jetzt nicht übers Knie gebrochen werden. Es ist mit Sicherheit eine riesengroße Chance für eine Region, einen Campus zu kriegen. Bloß mit allen Mitteln und alles, was dazugehört, ist fraglich. Wer von den vier Kandidaten nicht nur bei der Podiumsdiskussion, sondern im gesamten Wahlkampf die meisten Wähler von sich überzeugen konnte, das wird sich am 24. September zeigen. Die komplette Podiumsdiskussion sehen Sie übrigens in der Woche vor der Wahl hier bei Donau TV.